Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2035. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und bin gerade in Helsinki am Flughafen. Der vielleicht schönste Flughafen, den ich bisher gesehen habe, denn das will ich euch ganz kurz erläutern. Ich war ja schon mehrfach in Helsinki, aber immer mit der Fähre von Tallinn aus. Jetzt fliege ich das erste Mal ab Helsinki und deswegen kenne ich diesen Flughafen noch nicht. Man kommt mit dem Leihwagen an, gibt das im Parkhaus ab, läuft wenige Schritte und steht vor einer sehr schönen Halle, sehr modern, sieht nagelneu aus und hat ein Holzdach. Aber nicht irgendein Holzdach, sondern ein sphärisches, stylisches Holzdach, was vielleicht ganz entfernt auch an die Elbphilharmonie in Hamburg erinnert. Und dann kommt man da rein. Alles ist weiß-blau, weil Finnair hier der Hausherr ist. Und auch auf den Abflugtafeln sieht das ästhetisch sehr schön aus. Es gibt praktisch nur Finnair-Flüge. Und das gibt so ein herrliches, einheitliches Bild. Zwei Norwegian-Flüge waren dazwischen, als ich vorhin gekommen bin. Sonst war alles Finnair. Ja, und in dieser wunderschönen Halle geht man dann auf die Rolltreppe, fährt eine Etage nach oben. Und da kommt dann die Sicherheitskontrolle und die ist etwas anders, als man das sonst kennt. Normalerweise bei uns hat man ja diese Sicherheitskontrolle fürs Handgepäck, wo man seine Tasche draufpackt. Die muss man dann öffnen, dann nimmt man den Laptop raus, dann nimmt man die Flüssigkeiten raus, packt das alles auf so ein Tablett und das wird dann durch ein Gerät durchgefahren. Neben dem Gerät, also ein Röntgengerät, steht dann eine Person, die sich die Bilder dazu anguckt und entscheidet, ob da vielleicht irgendwas Gefährliches drin sein könnte. Und dann bekommt man das alles auf der anderen Seite wieder und packt wieder alles zusammen und geht. Und dieser Vorgang, der kostet ganz schön viel Zeit. Hier in Helsinki habe ich erst gedacht, was ist denn hier los? Überhaupt keine Nase da. Dabei ist da keiner an der Sicherheitskontrolle, weil es so rasend schnell geht. Und man sieht auch kaum Leute. Man legt einfach seinen Koffer auf so einen Tray, dann seine Laptoptasche und das war's. Man geht durch. Man muss die Flüssigkeiten nicht auspacken, die bleiben im Gepäck. Man muss das Laptop und die elektronischen Geräte nicht auspacken. Es bleibt alles da, wo es ist. Das spart natürlich einen Haufen Zeit. Dann sieht dieses Röntgengerät nicht so aus wie bei uns, so kastenförmig, sondern es ist eine große Röhre. Dieses Ding, guckt es euch gerne auf YouTube an, heißt 920 CT und das habe ich dann jetzt herausgefunden, das macht ein dreidimensionales Abbild von allem, was in euren Koffern und Gepäckstücken drin ist. Man sieht die Schuhe, sieht so das Profil der Sohle, man kann alles perfekt erkennen, gestochen scharfe Bilder und eine künstliche Intelligenz wertet diese ganzen Bilder schon mal aus. Man sieht keine Person daneben stehen, habe dann aber gefragt, in einem entfernten Bürogebäude, da sitzen dann noch Menschen, die den Rest auswerten. Das geht alles rasend schnell. Man kommt danach, schnappt sich seine Taschen vom Band und ist da. Ist praktisch im Abflugbereich und setzt sich dann vielleicht auf diese schöne Holzempore und schaut dem geschäftigen Treiben auf dem Flugfeld zu. Ich habe mir den Spaß gemacht, mal so einen kompletten Cycle anzugucken. Das heißt, Maschine kommt, dann kommt ganz vorsichtig dieser Finger angefahren, legt sich fast schon zärtlich um das Flugzeug drumherum, dann werden unten irgendwelche Kabel angeschlossen, dann kommt schon das kleine Auto, was die Gepäckstücke abholt und in dem Moment steigen schon die Passagiere aus. Ja, und dann steigen die nächsten ein, alles fährt zurück, dann kommt ein Auto, was das Flugzeug zurückdrückt und dann kommt der Start. Sehr, sehr schön. Das alles in diesem tollen Flughafengebäude, was super modern und trotzdem traditionell ist, weil Holz als Werkstoff ist ja ein traditioneller Werkstoff. Man hat es aber stylisch umgesetzt und die Wege sind sehr kurz, die Preise moderat. Man hat also hier echt eine gute Aufenthaltsqualität. Es ist nicht so verkaufsgetrieben wie in vielen anderen Flughäfen, wo man praktisch ein Duty-Free nach dem nächsten schreit einen an mit seiner Werbung, mit seiner wirklich ätzenden Werbung, mit grellen Lichtern, mit Aufmerksamkeitshaschern. Das alles gibt's hier nur sehr zurücknehmend. Also, gefällt mir richtig gut. Ja, das war's dann schon für heute. Ich gehe jetzt zum Gate 28 und werde auch mit Finnair zurückfliegen nach Hamburg. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.
mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.